Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute mal. Heute geht es mal um Premiere Quick Tips sozusagen. Und zwar geht es darum, wie ihr Bewegungsunschärfe in Premiere reinkriegt, wenn ihr selber Bewegungen mit Keyframes macht. Das ist ziemlich praktisch, um so kleine Transitions und sowas zu machen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also kommt mit. Auch im Editing. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier schon mal ein Projekt in Premiere aufgemacht. Damit wir hier mal schauen können, was wir hier haben, habe ich hier einfach mal zwei Beispielclips aus dem letzten YouTube-Video rausgesucht. Hier sieht man schön, ne, hier so ein schön Zoom-Out. Wir machen mal kurz die Audiospur auf Mute, das nervt sonst nur. Dann nehmen wir uns einfach einen kleinen Teil raus. Sagen wir jetzt einfach mal den hier. So, weg damit, weg damit. Das war einer zu viel. Weg damit. So. Dann packen wir uns den hier rüber und sagen wir, ja, wir gehen mal irgendwo da rein. So. Und jetzt wollen wir hier einen schönen Zoom-Out mit Bewegungsunschärfe haben. Wie kriegen wir das hin? Wir machen uns das ganz einfach. Wir erstellen uns eine Einstellungsebene. Diese Einstellungsebene ziehen wir über unsere beiden Clips. Über den Übergang und dann sagen wir Effekte transformieren. So, den wenden wir auf die Einstellungsebene an und dann gehen wir in unsere Effekteinstellungen. Jetzt sagen wir natürlich als erstes muss der erste Clip etwas reingezoomt starten, damit wir überhaupt irgendwo rauszoomen können. Also sagen wir mal so, ja, so 130. An der Stelle trennen wir jetzt die Einstellungsebene, weil hier haben wir jetzt auch Transformieren mit 130 drauf, also auf beiden, da müssen wir es nicht nochmal drauf machen. So, und dann gehen wir hier ein paar Frames vor Ende, wir zoomen da mal ein bisschen rein. Also halt echt so 1, 2, 3, machen wir mal so 3 Frames. Und dann gehen wir auf den letzten und sagen, hier bist du bei 100. Und jetzt haben wir ja bisher zwar einen Zoom-Out, aber keine Bewegungsunschärfe. Der kann nochmal ein bisschen schneller werden und halt wirklich ans Ende gehen. So, das heißt, wir haben hier so ein klitzekleinen Zoom-Out, aber keine Bewegungsunschärfe. Dementsprechend setzen wir den Verschlusswinkel auf 180 und jetzt sehen wir schon, während er zoomt, haben wir eher Bewegungsunschärfe. So, jetzt gehen wir hier vorne nochmal auf 150, damit sich der Spaß auch lohnt. Dann machen wir so einen Positions-Keyframe, damit das Ganze auch mittig sitzt. So, schön. Dann haben wir da einen schönen Zoom-Out und dasselbe machen wir jetzt auch hier. Also 180. Keyframe skalieren, positionieren. Den Positionieren behalten wir uns hier. Den lassen wir uns da. 1, 2, 3. Machen wir so 2 Frames. Zack. Und dann gehen wir hier auf 100. Dementsprechend haben wir jetzt auch einen schönen leichten Blur drin. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Und zack, haben wir einen schönen Zoom-Out-Effekt. Der ist jetzt relativ snappy. Wir können ihn nochmal ein bisschen stretchen. Ein bisschen tut ihm, glaube ich, nochmal gut. Genau so. Und so könnt ihr schnell Übergänge mit Bewegungsunschärfe machen. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit zur Seite wischen und nach oben wischen und nach unten wischen und all dem ganzen Kram. So, das war's auch schon für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat der kleine Quick-Tipp gefallen. Das kleine Premiere Shorts. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert den Channel, wenn es euch interessiert. Und bis bald. Tschö.